Hallo Leute, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Fenster Steigungsmessung. Als erstes sollen wir Steigungsdreiecke in das gegebene Koordinatensystem einzeichnen. Falls du das Arbeitsblatt vor dir liegen hast, versuche es selbst und drücke auf Pause, und zwar jetzt. Okay, das eine Steigungsdreieck soll die Eckpunkte A1 und B1 haben. Das zweite Steigungsdreieck soll die Eckpunkte A2 und B2 haben. Machen wir das mal. Erstes mit den Eckpunkten A1 und B1 und das zweite Steigungsdreieck mit den Eckpunkten A2 und B2. Wichtig ist, dass beide Steigungsdreiecke natürlich einen rechten Winkel haben. Zweitens, erkläre, warum die beiden Dreiecke ähnlich zueinander sind. Wieso sind denn die jetzt ähnlich? Naja, die Katheten beider Dreiecke sind zueinander parallel. Dadurch sind die Winkel Parallelwinkel der Steigungsdreiecke. Und somit sind die Winkel beider Dreiecke genau gleich. Notieren wir das. Also, beide Dreiecke haben genau dieselben Winkel und drum sind sie ähnlich zueinander. Und sie haben dieselben Winkel, weil es Parallelwinkel sind. Und das ist auch das Besondere, warum jedes Steigungsdreieck einer Geraden genau das gleiche Seitenverhältnis hat. Schauen wir uns drittens an. Jetzt wollen wir die Steigung der gegebenen Gerade berechnen und anschließend das Verkehrsschild ausfüllen. Okay, wir haben ja im ersten Video gelernt, wie wir eine Steigung einer Gerade mit Hilfe eines Steigungsdreiecks ermitteln können. Drücke jetzt auf Pause und probiere es selbst. Okay, schauen wir es uns an. Also wir wissen, die Steigung der Gerade ist k und die können wir uns durch das Seitenverhältnis Delta y zu Delta x ermitteln. Okay, beginnen wir mit dem rosanen Steigungsdreieck, also mit dem größeren. Delta y ist da 2 und Delta x ist 4. Das heißt, wir haben 2 durch 4. Das ist gekürzt natürlich 1 zu 2. Aber 1 zu 2 ist ja auch genau das Seitenverhältnis des kleineren Steigungsdreiecks. Schauen wir uns das an. Delta y ist wirklich 1 und Delta x ist 2. Somit haben wir ein k von 0,5. Das Verkehrsschild können wir jetzt ergänzen, und zwar mit 50%. Schauen wir zu viertens. Wir wollen jetzt einen Steigungswinkel Alpha der Gerade ermitteln. Das heißt, wir haben Alpha und wir gehen jetzt einen Schritt nach rechts und 0,5 Schritte nach oben. Wir haben ja nämlich ein k von 0,5. Wir wissen ja, der Tangens von Alpha ist die Gegenkathete durch die Ankathete. Jetzt ist aber die Gegenkathete von Alpha 0,5 und die Ankathete zu Alpha ist 1. Das können wir einsetzen, somit haben wir Tangens von Alpha gleich 0,5. Jetzt wollen wir ja das Alpha im Tangens haben. Das erhalten wir, indem wir den Arcus-Tangens verwenden. Das heißt, wir haben Alpha ist gleich Arcus-Tangens von 0,5 und somit haben wir ein Alpha von 26,56. Ich hoffe, ihr habt viel lernen können. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.